Der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Pressekonferenz. Wie eingangs angesprochen, das große Spiel am Sonntag gegen den FC Bayern München wirft seine Schatten voraus. Das Medieninteresse ist riesig. Wir haben darüber berichtet. Über 40 Länder werden von diesem Spiel berichten. Das Stadion ist ausverkauft. Wenn ich sehe, dass wir die Restkarten, die wir noch hatten, heute in Verkauf gegeben haben und man sich die Schlange draußen in der Kopernikusstraße anguckt, hätten wir bestimmt noch 2.000, 3.000 Karten mehr verkaufen können. Das ist sehr, sehr erfreulich. Wir freuen uns. Und ich freue mich, dass unser Chef Andreas Bergmann und Leo Haas und Halil Safran hier heute für euch da sind, um euch Rede und Antwort zu stehen. Dann fangen wir auch gleich mit dem Cheftrainer an. Der sportliche Umbruch wurde ja vollzogen. Andreas, die Vorbereitung neigt sich dem Ende entgegen. Wie ist so allgemein der Stand der Dinge? Ja, unterm Strich bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die Mannschaft signalisiert mir in jeder Trainingseinheit, dass sie bereit ist, Leistung abzurufen, dass wir noch viel arbeiten müssen. Das wissen wir. Wir haben auf vielen Ebenen noch, müssen wir noch einiges tun, und dass diese Entwicklung oder diesen Umbruch, den wir eingeleitet haben, der geht ja auch in die Saison rein. Das ist ja gar nicht möglich, dass man das, zumal wir dann auch in einer personellen Unruhe waren, ist man natürlich da noch nicht perfekt. Aber wie gesagt, die Mannschaft zeigt in jedem Training, dass sie es will, und dementsprechend macht es dem Trainer natürlich auch sehr viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Und dieses Spiel ist natürlich dann einfach ein absolutes Highlight natürlich, und das muss man natürlich auch richtig einordnen. Das ist ein besonderes Spiel jetzt für die Jungs. Für uns alle hier, man sieht ja auch, was da an, wenn die Bayern kommen, dann noch als Sieger der Champions League in einer unfassbaren Form gewesen. Und dann auch mit dem schillernden Trainer, der da noch dazu gestoßen ist. Das ganze Paket ist einfach spannend und wir freuen uns drauf. Einordnen ist das richtige Stichwort. Bereitest du die Mannschaft da anders vor als auf ein normales Punktspiel? Ja, natürlich geht man jetzt, wir sind auch schon noch in der Vorbereitung, das ist unser letzter Test, und dass dieser Test natürlich nicht so viel Ausschlüsse geben kann, weil man das einfach nicht vergleichen kann. Man kann tatsächlich von Ribéry ausgespielt werden, und dass wir aber das nutzen wollen, und das will ich der Mannschaft klar machen, dass man hochkonzentriert sein muss, dass man auch so eine Freude entwickeln muss, sich im Zweikampf messen zu wollen und auch den Zweikampf zu suchen und zu sehen, wie weit ist man selber vielleicht und was kann man selber an Leistung abrufen. Und vor allen Dingen auch als Teamleistung geschlossen gegen den Ball zu arbeiten, wo man natürlich die Fehler werden gnadenlos voraussichtlich ausgenutzt, und daraus können wir lernen, dass wir daraus unsere Schlüsse ziehen, wo wir noch arbeiten müssen. Und das ist, glaube ich, wichtig, und auch diese Portion Mut zu haben, sich darauf zu freuen und nicht damit. Die Bayern haben, egal jetzt wie stark sie sind, alle Spieler haben alle tatsächlich nur zwei Beine, und das muss man wissen. Und sie sollen wirklich auch zu sagen, wir versuchen uns da zu wehren und auch versuchen, auch eine Offensivaktion zu starten. Und wie weit uns das gelingt, ist eine andere Geschichte, aber schon ein besonderes Spiel mit einer großen Freude drauf. Okay. Und letzte Frage von meiner Seite, Kader, wie sieht es da aus? Stehen die alle Spieler zur Verfügung oder gibt es Angeschlagene? Stand jetzt ist so, dass ich voraussichtlich auf Pikovic verzichten werde, der im Training schon anderthalb Wochen vorher mal umgeknickt ist, jetzt wieder einen Schlag drauf gekriegt hat mit ein bisschen Umknicken, und Bei aller Wichtigkeit dieses tollen Spiels zählt die Woche drauf natürlich für uns definitiv mehr, und da gehe ich mit Sicherheit kein Risiko ein. Sonst sind aber alle dabei, und auch die Spieler, die vielleicht noch nicht, wo man noch nicht genau weiß, ob sie am Ende im Kader sind, ob es jetzt die Spieler der U23 sind oder der ein oder andere noch von der A-Jugend, die sind aber alle dabei. Alles klar. Sven Kriese von Antenne MV. Bei allem Spaß, den die Mannschaft auch haben soll bei diesem Spiel, gibt es so ein Ergebnis, mit dem Sie am Ende zufrieden sein könnten oder würden? Da habe ich mir jetzt wirklich, wenn ich ehrlich bin, keine Gedanken gemacht, weil da ist doch wirklich ziemlich Luft zwischen, was da passieren kann. Mir ist wichtig der Auftritt, wie wir auftreten. Und mir ist einfach auch wichtig, es kann ja gegen so eine sehr starke Mannschaft auch passieren, dass
das ein oder andere Tor doch dann gegen uns fällt, aber dass wir dann uns einfach nicht irritieren lassen, sondern einfach weitermachen und dieses Spiel einfach nutzen Spaß ist vielleicht das falsche Wort dann. Ich benutze ja lieber das Wort Lust auf dieses Spiel zu haben für meine Jungs, aber sie sollen schon. Sie wissen auch, es geht darum, dass wir eine Woche drauf das erste Punktspiel haben und ich glaube, diese Freude darauf, es bedeutet eigentlich mehr, sich mit solchen Spielern messen zu dürfen. Sönke Fröbe von der Ostseezeit. Wie waren Ihre persönlichen Begegnungen mit den Bayern in Ihrer Trainerkarriere? Erinnern Sie sich da an etwas Spezielles, was besonders schön oder besonders schlimm war? Die Spiele selbst, das waren ja Spiele, da ging es um was. Es waren ja immer Spiele, entweder war es das Halbfinale, es war dritte oder vierte Runde mit Bochum. Ja, auch ganz, ganz unglücklich, kurz vor Schluss. Wir waren schon, die Verlängerung war so gut wie abgelaufen. Dann kam der Querpass von Dabro und dann haben wir doch noch verloren und Elfmeterschießen leider nicht mehr gemacht. Im Halbfinale ausgeschieden. Dann noch einmal in der Verlängerung, wo Borger sich den da selber reinlegt. Also waren immer enge Spiele und natürlich immer besondere Spiele, wenn es vor allen Dingen auch im Wettkampf ist, wenn es um irgendwelche Dinge geht. Leider ist es mir die Sensation nicht gelungen, aber es waren, glaube ich, sehr, sehr enge und gute Spiele. Und ich gewonnen, Entschuldigung, noch nicht gewonnen als Trainer gegen die Bayern? Nee. Olli Schubert, NDR1, war der Punkt. Ja, ich glaube auch, es wird gar nicht darauf ankommen, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Trotzdem eine ungewöhnliche Situation, dass Sie den Saisonhöhepunkt im Prinzip unmittelbar vor der Saison haben. Ich will mal so sagen, natürlich ist es nicht einfach, weil allein dadurch, wir sind erstmal grundsätzlich froh, dass das Spiel da ist und dass wir dagegen spielen dürfen und was es da auch da alles für den Verein daraus ergeben kann. Ich glaube schon, dass wir das richtig einordnen, dass wir uns da jetzt gut gegen messen können und diese Besonderheit, die ist einfach da, aber dann werden wir uns mit Sicherheit, und dafür glaube ich, kenne ich so langsam die Jungs, dass wir uns dann aber sofort wieder die Woche darauf fokussieren und dann uns auf die Meisterschaft konzentrieren wollen. Und wir wollen ja auch einiges noch, wir müssen uns noch echt weiterentwickeln, wir sind noch lange nicht fertig und wir haben noch viel vor. Eine Nachfrage noch dazu. Inwieweit hoffen Sie vor allem auf einen beherzten Auftritt Ihrer Mannschaft, um einfach auch Werbung für die Woche danach zu machen, Werbung in eigener Sache? Das ist eine große Hoffnung. Ich hoffe, dass die Jungs so reinkommen, dass sie so ins Spiel kommen, dass sie diese Befreiung mit reinkriegen, dass sie diesen Mut haben, in diese Zweikämpfe zu gehen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie beherzt sein wird. Oder? Davon gehe ich aus. Weitere Fragen? Danke. Sind Sie Bayern-Fan? Ich bin Fan von einfach tollen Fußballspielen. Ich habe also nie so, vielleicht als kleiner Scheißer, vielleicht mal irgendwo ein Verein, mal, das schwankte auch immer so ein bisschen. Aber jetzt dann, da, ab dem ich so wählen durfte, hatte ich eigentlich keine spezielle Mannschaft mehr, sondern ich habe mich eigentlich an einen tollen Fußball erfreut. Und da kommt ja auch ein Trainer, der für einen tollen Fußball steht, den wir ja alle bewundert haben und freue mich auch besonders drauf, natürlich, ihn dann als Gegner zu haben. Aber nicht, dass ich jetzt irgendwie besonderer Fan bin, sondern ich respektiere tolle Leistungen und was letztes Jahr Bayern abgeliefert hat, war einfach top. Und nicht einfach nur so irgendwie gewonnen, sondern einfach auch, wie sie es gemacht haben. Noch eine Frage anschließend darf, in ähnlicher Art, gibt es einen Spieler, den Sie besonders gerne sehen beim FC Bayern? Es gibt einige, die ich da ganz gern sehe. Also grundsätzlich, ich finde die Art, wie Müller spielt, finde ich einfach fantastisch. Was er aus seinen, ist einfach klasse. Und natürlich ist Ribéry ein außergewöhnlicher Spieler. Und wenn er einen richtigen Tag erwischt, dann macht es einfach auch Spaß zuzugucken. Und ich glaube, da könnte man auch noch weitergehen. Und ich glaube, jeder einzelne Spieler da und plus, was dann auf der Bank da sitzt, hat schon eine besondere Klasse. Und das spricht schon dafür. Adrian Lüttwer von der Bild-Zeit. Wie ist denn Ihre persönliche Vorfreude auf das Spiel, wenn Sie große Spiele auch schon mal als Bundesliga-Alltag hatten, im Vergleich vielleicht zu 19-, 20-, 21-jährigen Spielern, die sowas
A noch nie hatten und B vielleicht noch nie wieder erleben werden. Es ist schwer, das einzuordnen jetzt, wie ich. Da müsste ich mich ja wieder in die Jungs reinschlüpfen, wie die es empfinden. Ich finde es immer eine besondere Herausforderung. Also ich habe immer so, wenn du als Trainer irgendwas jetzt, habe ich eine Mannschaft übernommen und das macht mir sehr viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Und das ist doch jetzt spannend zu sehen, wie weit sind sie schon. Ich habe eine Riesenvorfreude und die ist kein bisschen weniger als woanders, weil das ist ja dein Job da. Das ist doch auch der Reiz der ganzen Geschichte. Ne? Und ich glaube, das geht auch dem Spieler so. Ich glaube auch hier, die beiden, die gehören hier vielleicht nicht mehr unbedingt zu den ganz Jungen bei uns. Aber ich glaube, die brennen genauso, das ist was Besonderes. Und obwohl man vielleicht schon was anderes erlebt hat, das ist immer wieder eine Herausforderung. Da würde ich nicht sagen, das ist jetzt on top und mal so, sondern ich bin genauso, werde ich wahrscheinlich auch vor dem Kieler Spiel brennen. Olli. Wenn wir bei den ganz jungen Spielern sind, inwieweit planen Sie denn mit Nils Quaschner am Sonntag? Wie weit ich damit plane, ja, dann muss ich ganz einfach die Entwicklung abwarten. Sonst plane ich gern mit dem Jungen. Was glauben Sie, wo geht die Entwicklung dorthin? Ja, ich kann ja jetzt hier nicht in so eine reingucken und sehen, was da entsteht. Da bin ich Profi genug, wenn Dinge auf diesem Bereich passieren, dass dann auf dem Transfermarkt irgendwelche Dinge sich entwickeln und irgendwelche Wünsche oder irgendwelche Dinge entstehen. Und wenn gewisse wirtschaftliche Dinge dann ausschlaggebend sein müssen, dann muss man das als Trainer akzeptieren und dementsprechend dann wieder arbeiten. Und so ist es einfach. Alles klar. Herzlichen Dank, Andreas Bergmann. Ich würde dich bitten, genau mit Leo mal Platz zu tauschen, dass wir dann hier in die Kamera fokussieren. Kann ich auch Fragen stellen? Du kannst auch Fragen stellen. Ich hätte noch so ein paar. Ich kann natürlich schon mal sagen. Da kritische Fragen. Trainer, sonst würde ich dir sonst auch den Vortritt lassen, wenn, aber sonst würde ich. Ich würde dir sonst den Vortritt lassen, aber ich würde von Leo wissen. Nein, ich. Wenn man sich mit Leo unterhält, dann ist es ja unschwer rauszuhören, dass er aus Bayern kommt. Ist es deshalb für dich ein besonderes Spiel? Den ist er noch nicht aufgefallen, sagt er gerade. Ich kann das gut kaschieren, aber natürlich ist es ein schönes Spiel für uns alle, glaube ich. Und unabhängig von meiner Herkunft, denke ich, muss das einfach Lust, Spaß machen, dass man so ein Spiel spielen darf. Kennst du noch irgendjemand aus dem Kader von Bayern München von früher, aus deiner Jugend oder? Also ich habe aktuell aus dem Kader mit Philipp Lahm und Basti Schweinsteiger zusammen gespielt und der Rest ist nicht mehr vorhanden. Okay. Fragen an Leo von euch. Gut, das war's. Danke. Sven Klinsen von Antenne MV. Leo, was freust du dich persönlich am meisten bei dem Spiel? Auf was persönlich? Weiß ich nicht, können wir das ein bisschen konkreter die Frage stellen? Ja, das wäre doch auch für dich was Besonderes gegen den Trippelsieger, die vielleicht beste Mannschaft der Welt, zumindest die beste Mannschaft Europas zu spielen. Was freut man sich da speziell auf? Ja, ich denke, okay. Den Gegenspieler? Nee, ich denke allgemein, dass es zurzeit die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt ist und von dem Gesichtspunkt her ist es natürlich schon eine Herausforderung, wenn du gegen die besten Spieler aktuell spielen darfst. Die es auf diesem Planeten gibt und man wird sehen, wie man da zurechtkommt. Ich denke, man braucht sich trotzdem nicht verstecken, aber sie haben schon eine sehr, sehr gute Qualität. Olli. Ähnliche Frage wie vorhin auch an den Trainer. Ist es eine ungewöhnliche Situation, dass man so ein Saisonhighlight unmittelbar vor Saisonbeginn hat? Schon eine bisschen komische Situation, oder? Ja, wenn du jetzt in der dritten Liga spielst, ist es natürlich das Highlight, wenn du gegen eine Erstligamannschaft spielst jetzt und vor allem Bayern. Aber okay, ich denke, dass es für uns auch sehr wichtig ist, den Start nächste Woche dann zu finden. Und ich glaube nicht, dass da irgendein Spieler jetzt nur drauf schaut gegen die Bayern und dann danach ist alles nicht mehr so vom Fokus her wichtig, sondern ich denke, dass der Fokus dann schon, dass du dann schon wieder umswitchen kannst zwischen den Spielen und auch auf die Liga dann konzentrieren musst. Und letztendlich geht es um 3 Punkte gegen Kiel und gegen Bayern gibt es nichts. Zumindest im vollen Stadion.
ein volles Stadion gibt und auf das freuen wir uns natürlich auch. Aber ich hoffe natürlich auch, dass der ein oder andere den Weg dann gegen Kiel hierher findet und weil für uns es natürlich extrem wichtig ist, dass wir eine gute Präsenz dann hier haben vor Ort. Und ich denke, Rostock ist bekannt dafür, dass die Zuschauer frenetisch mitgehen und je mehr da sind, desto besser für uns. Sönke? Ja, ich stelle auch originalerweise noch die gleiche Frage eben. Bist du Bayern-Fan? Ein Bayern-Fan ist zu weit hergeholt. Ich denke, ich habe bei Bayern gespielt, aber ich habe mittlerweile auch ein paar Vereine hinter mir und ich schaue mir sie wahnsinnig gerne an. Habe mich schon gefreut, dass sie gegen Dortmund das Spiel gewonnen haben. Und ich freue mich einfach, wenn sie erfolgreich spielen, vor allem wenn sie international vertreten sind. Sven? Achso, Entschuldigung. Noch zwei, wenn ich darf, noch zwei. Sehr gerne. Hat es früher irgendwie Bayern-Poster, Lothar Matthäus oder Sören Lerge oder so irgendwie bei dir zu Hause im Zimmer? Ja, gab schon das eine oder andere Stück, das mit Bayern behaftet war. Aber ganz genau. Ja, das ist schon zu weit hergekommen. Ich glaube, das war so Klinsmann-Zeit, Matthäus-Zeit, das war schon irgendwo die Zeit, wo noch ein paar Dinge sogar noch in unseren Kinderzimmer bei meinen Eltern daheim immer noch vorhanden sind, glaube ich. Okay. Jetzt auch, Sven. Ist dann auch ein Trikottausch mit dem Gegenspieler geplant oder verhält man das auch seins? Ja, geplant habe ich das jetzt nicht, aber... Da muss ich dazwischen grätschen. Das, nämlich, wir bekommen den Trikotsatz vom FC Bayern München geschenkt und die Spieler haben sich großzügig dazu bereit erklärt, darauf zu verzichten am Trikottausch, damit wir das dann zugunsten des FC Hansa Rostock versteigern können im Nachgang. Aber gut, dass du gefragt hast, Sven. Olli. Dann noch mal eine Nachfrage. Wenn da der Kontakt zu Philipp Lahm und Basti Schweinsteiger vielleicht nicht mehr ganz so intensiv war in letzter Zeit, freut man sich denn auf die beiden besonders, weil man ja dann doch ein Stück seines Lebens mit den beiden im größten Teil seiner damaligen Zeit verbracht hat? Ja, natürlich freue ich mich, die Spieler wiederzusehen. Ich habe es jetzt auch schon, ich glaube, Basti habe ich vor 2 Jahren mal in München getroffen, aber sonst... sind die ja auch sehr viel unterwegs mit Nationalmannschaft, Reisen, Champions League und da triffst du dich natürlich nicht mehr so oft, aber ist immer schön, wenn du mal wieder Kontakt hast. Aber ihr duzt halt nicht so. Ich sag nicht sie, ja. Gibt es ja noch irgendein persönliches Ziel von dir in dem Spiel? Irgendwie einen Gegenspieler mal per Sohle dann irgendwie aussteigen zu lassen oder mal einen besonders Regionalball, dass du sagst, Mensch, ich in dem Spiel und Millionen Leute am Fernseher konnten sehen? Nein. Ich muss erstmal schauen, denke ich, oder wir müssen erstmal schauen, dass wir am Ball kommen. Das ist nicht so leicht gegen Bayern, denke ich, dass du so viel im Ballbesitz bist. Und von dem her, denke ich, ist es auch ein bisschen vermessen, sich da irgendwas rauszusuchen oder einen Beinschuss oder irgendwas. Das gibt's noch nicht. Sehr schön. Vielen Dank. Danke, Leo. Und einmal noch Bäumchen wechsel dich. Halli, ja. Grüß dich. Wir haben es gehört. Über 40 Länder übertragen das Spiel, über 28.000 Menschen hier vor Ort in Rostock. Ja. Schöner Einstand, oder? So in der DKB-Arena für dich. Macht man sich da als Spieler Gedanken über oder zieht man einfach seinen Stiefel durch? Erstmal muss ich sagen, dass ich mich grundsätzlich darauf freue. Das ist mein erstes Heimspiel dann hier in Rostock. Gleich vor so einer Kulisse, gegen so einen Gegner, ich denke, das ist für jeden Spieler was Schönes und klar, da freue ich mich besonders drauf und am Ende werden wir sehen, was dabei rauskommt. Sehr schön. Eure Fragen bitte. Olli Schubert. Man sagt ja immer, es gibt einen Kindheitstraum in Erfüllung, wenn man mal gegen die Bayern spielt. Ist das bei Ihnen genauso? Ja, nicht unbedingt. Klar, es ist was Schönes. Wir freuen uns, die beiden Trainer und Leo haben sie auch jetzt. Ich wiederhole mich da eigentlich nur, dass wir uns eigentlich drauf freuen, dass sich alle drauf freuen. Aber jeder hat trotzdem irgendwo im Hinterkopf den Saisonauftakt gegen Kiel nächste Woche. Das ist für uns ein Test, ein richtig guter Test. Ich glaube, es gibt, was weiß ich, wie Vereine, die sich den Gegner jetzt wünschen würden zum Schluss. Wir haben ihn jetzt hier vor einer schönen Kulisse und
wir sollten uns einfach als großen Test vornehmen, gegen die Besten der Welt im Moment zu spielen. Da kann sich jeder Einzelne messen und für sich seine Schlüsse draus ziehen. Und das ist dann jetzt, Bayern ist klar, es ist eine schöne Sache, davon wird man wahrscheinlich auch irgendwann nochmal drüber sprechen können. Aber im Fokus, gerade bei mir und ich denke auch von der Mannschaft, steht schon der Saisonauftakt, danach die Woche gegen Kiel. Sven? Was sagt denn Halli Safran, wenn Pep Guardiola nach dem Spiel kommt und sagt, komm, steig mal bei uns mit dem Bus ein, ich kann nicht gebrauchen. Ich habe gerade erst unterschrieben. über sowas denkt man nicht nach. Ich meine, wir haben jetzt hier unsere Aufgabe. Wir freuen uns, wie gesagt, da wiederholt man sich jetzt eigentlich nur, ist eine schöne Sache, wenn jeder sich selber irgendwo die Mannschaft einfügt, dass wir als Mannschaft geschlossen eine gute Leistung bringen und uns auf nächste Woche vorbereiten können. Das ist für alle, ist der Sinn für alle in dem Spiel. Und ob Guardiola uns anspricht oder nicht, das ist jetzt eigentlich Quatsch, drüber nachzudenken. Also ein Tor schießen, das wäre schon so ein Ziel gegen die Bayern? Klar, als Stürmer will man immer ein Tor schießen. Wenn es in einem Drumspiel passiert, dann ist es umso schöner. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann mache ich es lieber danach die Woche, als wie gegen Bayern. Aber Sie werden nicht mit angezogener Handbremse spielen, um sich nicht zu verletzen für das Kiel-Spiel, oder? Nee, glaube ich nicht. Wie gesagt, das ist ja unser letzter Test. Da will sich jeder reinhauen. Da will ja auch jeder nochmal dem Trainer, der die Möglichkeit kriegt, dem Trainer auch zeigen, sich danach für die Woche danach anzubieten. Und ich glaube, wer dort die Handbremse anzieht, hat da schlechte Karten. Wenn wir echt nochmal ein Tor gegen Bayern, das könnte ein historisches sein gegen Kiel, da wird wahrscheinlich zwei Wochen später kein Mensch mehr drüber reden. Selbst wenn es ein Siegtor ist. Kann sein, aber ich denke, erstens der Trainer und zweitens würde das bedeuten, dass wir einen guten Start in die Saison hätten und davon hätten wir alle mehr, als wie wenn wir das eine Tor gegen Bayern schaffen würden. Dort hat jeder klar seine Vorstellungen und Wünsche, aber das hat jetzt nicht höchste Priorität. Ich bin da auch nicht mehr 19 oder 20, wo ich mir darüber Gedanken mache, um jetzt ein Tor gegen Bayern zu machen, sondern man denkt schon ein bisschen weiter und wichtig ist für uns die darauf folgende Woche. Aber nochmal, wir freuen uns sehr auf Sonntag. Danke. Ich bin ja immer auf der Suche nach einem eingetauschten Bein. Also rein statistisch gesehen müssen ja ein paar dabei sein. Bist du einer oder ist irgendwie einer in der Truppe, bei dem das bekannt ist, dass der da mit Siebert was in München passiert? Cool, also ich schlafe nicht in Bayern, Bettwäsche. Aber ja, eigentlich muss ich mich da auch anschließen an den beiden vorher. Es ist schön, den dazu zu gucken, gerade im europäischen Top-Fußball, dass da Bayern vertreten ist. Da fiebert man natürlich mit. Ich habe mich auch gefreut, dass sie dieses Jahr Meister wieder geworden sind. Klar guckt man dahin, aber ich habe jetzt kein Trikot zu Hause hängen oder wie gesagt, Bayern-Bettwäsche. Ich weiß, dass mein Schwager ein großer Bayern-Fan ist. Der freut sich, dass wir gegen die spielen und der ist auch richtig fanatisch. Von daher, das ist nicht so, ist nicht so meine Sache, aber klar, es ist schön dazu zu gucken. Dann bislang so dein Karriere-Highlight-Spiel, wo du sagst, das war irgendwie die größte Kulisse oder das bedeutendste Spiel? Ja gut, das waren eigentlich immer zu meiner Dresdner Zeit die schönen Derbys, damals gegen Aue. Das waren die schönen Spiele mit Union im Olympiastadion bei Hertha vor 75.000. Das waren natürlich schon Highlights, die man irgendwo mitgenommen hat, aber auch bei den Spielen ist halt auch immer so, dass es nicht mehr als 3 Punkte gibt. Es sind schöne Spiele und bin auch froh, dass ich mitgemacht habe. Aber jetzt freue ich mich besonders auf die neue Saison. Das heißt, die Kulisse ist für dich nicht neu, sondern die neue Erfahrung besteht darin, dass du zum ersten Mal gegen Champions League Sieger spielst. Richtig, ja. Ja. Gut. Alles beantwortet. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank, meine Herren. Gerne.